So, hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch den EPF1 vorstellen. Und zwar hat der liebe Stefan, der Gründer und CEO der Firma, mir das Teil zur Verfügung gestellt. Im heutigen Video werden wir das Teil unboxen, über die technischen Daten sprechen und schauen uns einfach mal die Verarbeitung an. Alles andere folgt in einem separaten Video, also jetzt schon mal liken und abonnieren. Das Ganze machen wir nach dem Intro. Schauen wir uns zuerst mal die Details auf der Verpackung an. Das Alter ist klar, ab 14 Jahre. Geschwindigkeit 20 km/h, Toleranz erlaubt. Der Gesetzgeber, ratet mal, in welche Richtung wir optimiert haben. Man sagt ja, der Roller fährt 22, die Reichweite beträgt 33 Kilometer. Der Akku bzw. das System ist ein 36 Volt System mit 10 Ampere Stunden Akku, sind 360 Wattstunden. Sollte reichen. Das Ladegerät ist ein bisschen flotter wie der Durchschnitt mit 2 Ampere. Und was richtig interessant ist, was mich interessiert, sind die Hobbywing Teile. Das ist vom Modellbaurennen, Teile. Die sind mehrfacher Weltmeister. Dadurch soll extrem gutes Bremsen und Gas geben möglich sein. Der Roller wiegt nur 14,6 Kilo, kann bis 120 Kilo beladen werden. Die Abmessungen sind 116 x 43 x 117. Gefaltene Höhe sind 49 cm. Kniehoch. Fährt brav im Bus mit. Reifen sind Luftkammerreifen, Honeycomb-Reifen in 8,5 Zoll. Also keine Schlauchreifen, keine Plattengefahr. Wasserschutz IPX4 gegen allseitigen Spritzwasser, Ersatzteile, und das blende ich euch gleich ein, gibt es wirklich alle, komplett auf der Homepage. Ich habe schon fast mal gedacht, mir könnte ja hier so ein Heft machen mit jeder Woche ein neues Teil und dann hat man nach 20 Wochen seinen Scooter zu Hause zusammengebaut. Verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox bzw. die Videobeschreibung. Und blende ich euch jetzt auch links, rechts, oben, unten irgendwo mal ein. Dann packen wir das Teil mal aus, bauen es auf und gucken mal, was noch im Lieferumfang ist. So, direkt, was uns entgegenkommt, die ABE, das Wichtigste überhaupt im Karton. Weil sonst dürfen wir den Roller nicht anmelden, beziehungsweise können ihn nicht anmelden und dürfen nicht auf der Straße fahren. Jo, das Ganze ist gut verpackt in Schaumstoff, macht auch Sinn, weil kommt ja aus China. Wenn es hier in Deutschland produziert wäre, hätte ich mir Pappe gewünscht zur Fixierung, aber so macht das absolut Sinn. Jo, der Roller ist eigentlich zu 95% komplett fertig vormontiert. So, jetzt machen wir uns noch einen schönen Hintergrund, stellen den Karton mal ein bisschen dekorativ in den Hintergrund, damit man auch sieht, worum es geht, um den ePowerFun EPF1, das erste Modell der Firma, das wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck macht. So, befreien wir mal den Roller vom ganzen Schaumstoff. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal den Lenker vorsichtig raus. So. Der Lenker ist auch das Einzige, was wir hier montieren müssen. Und zwar müssen wir hier quasi das Dashboard, die Kabelverbindung, die Datenverbindung noch zusammenstecken. Dann einfach das Ganze in die Lenkstange. Das wird dann mit 4 Schrauben später von uns fixiert und dann ist der Roller auch schon einsatzbereit. Also das kann wirklich jeder, das ist kein Hexenwerk, ist auch nichts Friemeliges. Seid vorsichtig, wenn ihr den Lenker einsetzt, tut die Kabel ein bisschen runterdrücken und dann klappt das Ganze hervorragend. So. Einmal den Lenker fixieren.
Super. Ein bisschen Druck, dann klippt dieser Widerhaken, der, wenn man vor dem Roller steht, links ist, ein als Sicherung. So, da steht er nun. Jetzt suchen wir uns noch die Schräubchen, um den Lenker zu montieren, zu fixieren. Und dann sehen wir mal weiter. So, und schon ist das Prachtstück aufgebaut. So, nachdem wir jetzt den Roller aufgebaut haben, brauchen oder können wir unser Smartphone mit dem Gerät koppeln. Natürlich ist das Teil smart. ePowerFun hat seine eigene App. Damit kann man den Roller auslesen und damit könnt ihr Geschwindigkeiten einstellen und noch Updates machen. Das machen wir gleich auch noch. Wir werden ihn up-to-date machen. So, ich habe die App schon vorinstalliert. Beim ersten Verbinden müsst ihr 6x die 8 eingeben. Danach könnt ihr das Passwort auch ändern. Unter Einstellungen könnt ihr einiges sehen. Geschwindigkeit, aktuelles Update und vieles mehr. Was mich hoch interessiert, ist die Wegfahrsperre. Die aktivieren wir jetzt mal und schauen uns an, wie der Roller dann reagiert. So, Ständer hoch. Also es ist sehr, sehr schwerfällig. Und hier, wie bei den Leihscootern, fängt das Ding an zu piepen. Das gefällt mir richtig gut. Das hatte bis jetzt noch keinen Roller, den ich hatte. Und ich hatte schon 4-5 Stück da. Ist für mich ein Alleinstellungsmerkmal. Gefällt mir sehr gut. Ja, des Weiteren hier unter den Einstellungen könnt ihr all mögliche Details sehen. Die aktuelle Sprache könnt ihr ändern. Ihr könnt euch Meilen statt km/h anzeigen lassen und vieles, vieles mehr. So. Musste noch einmal bestätigen, nachdem ich versucht hatte, ihn in der Wegfahrsperre zu verschieben. Jetzt mal auf Details, dann könnt ihr den Akkustand sehen, wie viel Strom er braucht, die aktuelle Firmware. Die werden wir auch gleich noch updaten. Da gab es noch ein Update. Damit sollten irgendwelche Motorgeräusche, soweit ich weiß, reduziert werden. Das machen wir dann jetzt mal gerade. So, das Ganze hat auch super geklappt, knappe 2 Minuten. Danach einmal den Roller wieder anschalten, er startet sich nämlich nicht neu, er geht aus.
danach direkt wieder verbinden und ihr könnt wieder alle Daten ablesen und seid mit der aktuellen Firmware auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Finde ich gut, da kann der Hersteller immer mal wieder eingreifen, falls sich doch irgendwas ergeben sollte. Und jetzt schauen wir uns den Roller mal ein bisschen im Detail an. So, schauen wir uns den Roller mal genauer an. Hier haben wir einmal die Scheibenbremse, schön in blau lackiert, gefällt mir gut. Unsere Kennzeichenhalterung, am Heck der Haken zum Einhaken, wenn wir den Roller zusammenklappen, damit wir ihn transportieren können. Der Haken, doppelte Funktion, Tasche dranhängen und oder zum Zusammenklappen. Dann unser Display, was uns Daten hergibt wie Akkustand, ob er Strom verbraucht oder rekuperiert. Links haben wir die E-Bremse. Rechts haben wir das Gas und den Bremsgriff, der die E-Bremse sowie die Scheibenbremse gleichzeitig einsetzt. So, kommen wir zum Motor. Wir haben hier einen 350 Watt Motor mit einer Peakleistung von 500 Watt, die beim Anfahren sowie am Berg bei Steigungen abgerufen werden. Hier haben wir den Klappmechanismus mit einem zusätzlichen Widerhaken. So, hier zeige ich euch einmal, wie man das Teil zusammenklappt. Und zwar einmal seitlich den Widerhaken hochdrücken, dann so runterklappen und hinten am Heck einhaken mit dem Haken. Leute, ich kann euch sagen, das ist im Vergleich zum Ninebot ein Traumgewicht. Herrlich zu tragen. Einfach nur easy, richtig leicht. Da ist wirklich jeder Reisekoffer, wenn ihr nach Malle fahrt, schwerer. So, dann Haken nach hinten, Lenker wieder nach oben, einmal fixieren und so, ich hätte es fast vergessen und es ist doch ein Highlight in dieser Preisklasse von 549 bzw. 599 Euro. Unser Roller ist doch gefedert. Und zwar auf der Hinterachse. Und zwar mit zwei Federn oben und unten von der Sicht aus oder links und rechts, wenn er drauf steht. Einmal da, einmal da. Hier hinten sind die Schrauben, da könnt ihr das Ganze nachstellen. Ihr könnt es härter stellen, weicher stellen. Kommt ja auch ein bisschen aufs Gewicht an. Hier kann man auf jeden Fall schon gut sehen, wie unter der Last von 87 Kilo sich die Feder ein wenig bewegt und nachgibt, das Ganze ausgleicht. Da bin ich sehr aufs Fahrverhalten gespannt. Das Ganze ist durchdacht. Hier haben wir noch das Ladegerät. Wie gesagt, 2 Ampere, ist ein bisschen schneller wie der Durchschnitt. Unsere ABE mit allen Imbusschlüsseln. Da sind verschiedene Imbusschlüsseln bei, um alle Schrauben bzw. Imbusschrauben nachziehen zu können. Das Wichtigste ist natürlich unsere ABE. Die werden wir jetzt gleich mal direkt verwenden und werden uns das Kennzeichen bestellen. Mit dabei ist auch noch eine Anleitung, aber großteils ist eigentlich selbsterklärend. Denn ja, was soll ich sagen? Lenker zusammenbauen, Kennzeichen hinten dran klatschen und let's go. Die Anleitung ist in astreinem Deutsch, also keine chinesische Übersetzung. Sehr detailliert. So, ich gehe dann jetzt mal rein mit den Klamotten, melde den Scooter an und sobald ich die Plakette habe, werde ich die Tests machen. Das wird im Laufe der nächsten Woche sein. Also wer nichts verpassen will, liken und abonnieren.